Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Try Jump auf dem Backfair Club Server. Mit dabei ist der Mechatronix. Hallo. Sind uns gleich in Game. Und schon sind wir in Game. Ist auch scheiße im Jump, Mann. Ja. Oh Gott, es ist Fail. Aber nur weil ich nicht gesprungen bin. Oh Gott. Nein! Meine Freunde sagen immer, ich bin gut im Jump'n'Run und ich sag immer nö und fall dann runter. Geil! Ich hab mal eine Runde, da lief es überhaupt nicht. Jedes Modul so 3 Fails, also weniger Punkte, aber dafür war ich bei Modul 9. Ja, muss auch mal sein, ne? Aber Modul 10 oder geht es bis 10? Habe ich nicht geschafft. Ja, geht bis 10. Also zumindest weiß ich, das letzte Modul habe ich nicht geschafft. Nein, mein erster Fail. Ich guck so nach rechts, um zu gucken, wo du bist und lauf dann in der Zeit runter. Alter, geil. Bei welchem Modul bist du? Du hast mich schon wieder überholt? Nee, wir sind beim selben. Alter. Ist gar nicht mal so schlecht. Du bist annehmbar scheiße. Was? Du bist also annehmbar scheiße, genauso wie ich. Man kann es so annehmen. Ich laufe hier immer runter, das ist Problem. Setz mal, ja, jetzt habe ich endlich. Setz mal Problem. Yes, setz mal Problem. Oh, ich bin Zweiter. Und lauf dann runter. Bei welchem Modul bist du? 6. Alter, bin 5? Du bist 5 Jahre alt? Krass. Nein, da mache ich so einen dummen Film. Nein, Alter, bin ich gerade nicht so produktiv, oder was? Inkompetent. Ja, hab ich so ein leichtes Gefühl. Och, come on, jetzt hab ich 3 Fails. Ach, was wichtig wäre zu wissen für die Leute, wenn man 3 Fails hat, bekommt man weniger Coins. Besser gesagt, Tokens. Bestand der Tokens könnt ihr da rechts sehen. Normalerweise hätte ich jetzt drauf gezeigt, aber ich möchte gerne noch ein paar Module schaffen. Dann werden dir die Tokens nicht mehr so in den Arsch geschoben, wie sonst, wenn du keine 3 Fails hast. Als ob, beim Modul 7 brauche ich die 3 Fails, dass ich überhaupt was schaffe. Bei Modul 6. Da gibt's ja gibt's ja einmal diese auf der Drohne. Ja. Da ist eine Drohne. Genau. Ja, genau. Wie kommt man dann weiter? Du musst rechts auf diesen Arm oder links auf diesen Arm und springst dann einfach nach vorne. Ja, was glaubst du, was ich gerade die ganze Zeit mache? Ja, aber was anderes gibt's eigentlich zu beachten. Ja, schon klar. Ich hab da 3 Fails gehabt und dann ging's. Ja, ich hab da auch 3 Fails. Ach komm, Modul 7 ist so mordslang. Echt, was ist das? Das ist dieses Mesa. Ey. Ich hätte wahrscheinlich vor der Aufnahme lieber noch einen Schluck trinken sollen. Ja, ich auch. Vollkommen überbewertet. Also Kinder, trinkt relativ wenig, sonst sterbt ihr. Boah, komm schon. Also Modul 7 schaffe ich nicht mehr. Also ich war beim letzten Sprung, aber die letzten paar Sprünge sind halt so Leitersprünge und ich hasse Leitersprünge. Vor allem, wenn ich so unter Zeitdruck stehe. Zeitdruck? Alter, ich schaffe den einen leichten Fakten. Junge, ich bin gerade...
Ich hab's! Geil! Und dann kommt der Tütata. Digga da. Der Digga da. Die Feuerwehr ist da. Aber in diesem Modul geht es nicht um die Feuerwehr, sondern um die Polizei. Was? Es geht um die Polizei, oder? Ah. Oder sieht's nur so aus? Oh, Zaunspringer. Ja, Zaunsprünge sind immer das Mieseste. Hm. Zaunsprünge sind eh... Freu dich, später kommen noch Leitersprünge. Alter. Komm schon, Modpacks, los, du kannst das schaffen. Hm. Modul 9. Alter, gönn dir, ich bin Modul 7. Edgar, hi. Modul 9 ist Edgar. Ernsthaft? Ja. Ein ganz hartes Modul. Aber Modul 10 ist immer meistens so hart, Alter, dass ich es immer verkack. Ja, ist ja auch Modul 10. Alter, ich raste hier gleich auf, ey. Aber Gott sei Dank gibt es manchmal solche netten Leute, die eigentlich fertig sind, aber sagen sich so... Ja. Lassen wir den Leuten noch ein paar Punkte, aber die Leute hier sind nicht so nett, die finishen direkt. Komm, 2 Sekunden mehr und ich hätte es geschafft. 2 Sekunden. Ey, krass, was soll ich mir mit 1450 Coins kaufen? Das ist nicht mein Problem. Nicht dein Problem, ne? Ich kaufe mir jetzt immer so Brust und Hose aus Eisen, dann Kettenhelm und Lederstiefel. Okay. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es falsch rum gemacht. Ich kann nur einmal verzaubern. Wie viel kostet das? Verzaubern? Hä? 250. Hä? Ich habe 288 Tokens. Und das Verzaubern kostet 250 Tokens, aber ich kann nicht verzaubern. Bitte. Alter, Ball, danke. Danke. Danke, Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das zweite Mal Verzaubern nicht ein bisschen teurer ist, weiß ich nicht. Ja, eben. Ja, stimmt, ist teurer. Aber den kleinen... Bis wir fertig sind, das überspringen wir kurz. Okay, ich verzauber meine. So, und schon sind wir im Deathmatch. Deathmatch-Spiel ist einfach so, Leute metzeln. Ja, oder sterben. Scheiße, Crip. Yo, er leckt rum des Todes. Ja, und dann werde ich natürlich abgestaubt. Alter, ich leck des Todes rum und dann kommt ein Team. Also bei mir ist es meistens so, dass Deathmatch dauert am... Ist nicht so lang, weil ich verreck direkt instant. Mach jetzt einen auf Ghostbammer, okay? So, ich bin tot. Ah, geil! Ich muss einfach rennen. Oh Gott. Einen Häslig abstauben kann. Ja gut, ist die Frage. Was machen wir mit dir? Ich bin tot. Ach, du bist schon tot? Ja, wo bist denn du? Ach, da bist du. Da, Hilfe. Kann ich in dich rein? Ja, ich kann in dich rein. Gott. Hä? Alter, krass. Ich bin tot. Komplett raus. Bei mir leckt's. Bei mir schwebst du gerade so in der Luft. Echt? Ja. So wie Jesus. Oh Gott. Ja, ich bin dreimal neben diesem Typen gespawnt. Dreimal. Oder in der Art solchen Typen. Die haben mich direkt totgeschnetzelt. Ja. Wäre ich von dem auch noch? Junge, die haben den in der Luft zerfetzt. Ja, komm, das ist jetzt halt ein Team, ne? Was soll ich sagen? Ja, gut. So Leute, das war's dann. Sind fast perfekt 10 Minuten.
Also die Rohaufnahmen sind fast 10 Minuten. Mal gucken, was ich alles rauskarte. Okay. Also dann. Tschö, Leute.